Diablo 4 hat jetzt schon genug Geld eingenommen, in weniger als 2 Wochen, um 2-mal Cyberpunk zu entwickeln und zu vermarkten. 2-mal! Diablo 4 bricht Blizzard-Rekorde und hat bereits über 666 Millionen Dollar eingenommen. Das ist natürlich eine besonders schöne Zahl, deswegen nehmen Sie das als Meilenstein. Es stecken vor allem aber ein paar Lektionen drin, finde ich. Und eine davon wäre eigentlich sehr schön. Guckt mal, man kann immer noch richtig viel Geld machen, wenn man einfach ein gutes Spiel verkauft. Diablo 4 ist ein gutes Spiel und hat dieses Geld verdient. Die andere Lektion ist aber, es hätte seinen absurden Shop überhaupt nicht gebraucht, sondern es reicht auch einfach das Spiel an sich. Da muss man natürlich jetzt erstmal sich die Frage stellen, wie viel von diesen Einnahmen kommen aus dem Shop? Weil es könnte ja sein, wenn über die Hälfte davon, was weiß ich, Einnahmen sind von 25-Euro-Skins, dann ist diese Argumentation Quatsch. Dann beweist Diablo 4 im Gegenteil, okay, man braucht das leider doch, um überhaupt noch heutzutage mit Spielen was zu verdienen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass der Großteil davon aus dem Shop kommt. Und ich habe ein paar Gründe für diese Annahme. Denn wenn wir uns mal anschauen, Diablo 3 hat damals, 2012, ebenfalls Rekorde gesetzt, nach einer Woche sich 6,3 Millionen Mal verkauft. Da waren noch 1,2 Millionen Spieler drin, die es als Teil des WoW-Jahrespasses bekommen haben. Wenn wir das mal runterrechnen auf 5 Millionen. 5 Millionen in einer Woche. Und wir gehen davon aus, Diablo 4, ein Durchschnittspreis von 80 Euro. Andere werden, wahrscheinlich sogar einige, ich würde sogar sagen sehr viele, haben mehr gezahlt. Es gab ja deutlich teurere Editionen noch. Dann haben wir 5 Millionen mal 80 Euro, dann sind wir schon bei 400 Millionen. Von diesen 666 Millionen, die Diablo 4 in einer längeren Zeitspanne verdient hat, also selbst ganz konservativ gerechnet, und es wird mehr sein, sind 2/3 der Einnahmen auf jeden Fall die Verkäufe, und ich gehe davon aus, es ist deutlich mehr. Also Diablo 4 wird sich besser verkauft haben. Ich gehe davon aus, allermindestens 500 Millionen sind das Spiel selbst. Wahrscheinlich sogar mehr. Anekdotisch gesprochen habe ich auch noch niemanden groß in-game gesehen, der die Shop-Skins hatte. Persönliche Vermutung wäre auch, dieser Shop ist noch gar nicht so attraktiv aktuell. Ich habe nicht viele Leute damit gesehen. Wie gesagt, ich denke, man kann es rein an den Zahlen festmachen, der Shop wird nicht den Löwenanteil dieser 666 Millionen ausmachen. Lustig, ein Skin dort heißt Löwenanteil, stimmt, ja. Wenn wir 660 Millionen durch 80 mal teilen als groben Wert, kommen wir bei 8,3 Millionen Verkäufen raus. Das klingt auch relativ realistisch, wenn man sich überlegt, dass Diablo 3 damals eben diese 5 plus die 1,2 Millionen WoW-Abonnenten hatte, dann klingt das sehr glaubwürdig. Das Spiel selbst verkauft sich richtig krass gut. Das Spiel selbst hat das auch, finde ich, verdient. Das freut mich. Es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist eine würdige Fortsetzung einer etablierten Marke. Das ist eigentlich, wie gesagt, ein positives Signal, aber eben auch ein Signal, so Leute, es gibt keine Notwendigkeit, die Shop-Items so lächerlich überteuert zu machen, weil ihr könnt auch einfach auf die gute alte Art und Weise ein geiles Produkt zu machen Geld verdienen. Frage ist, wie viel Geld ist das? Es gibt Vergleichswerte, die wir nehmen können. Zum Beispiel haben die Cyberpunk-Macher mal gesagt, wie viel das Spiel gekostet hat. Sie haben in einem Geschäftsbericht gesagt, dass sie in das Spiel 1,2 Milliarden polnische Zloty investiert haben. Davon war 55% die Entwicklungskosten und allgemeine Studioausgaben und der Rest das Marketingbudget. Also es ist nicht unüblich, dass das Marketingbudget die Hälfte eines Spielebudgets ausmacht oder sogar mehr. Blizzard hat so krass viel Marketing gemacht, dass es vielleicht sogar mehr sein könnte. Wir haben hier diesen Wert, wenn man es umrechnet, es hängt natürlich vom Wechselkurs ab und so weiter und so fort, dann kommt man auf ungefähr 300 Millionen Dollar. Das heißt, Diablo 4 hat jetzt schon genug Geld eingenommen, in weniger als 2 Wochen, um 2-mal Cyberpunk zu entwickeln und zu vermarkten. 2-mal! Wir wissen nicht, wie viel Diablo 4 gekostet hat. Es könnte durchaus teurer sein, aber es wird jetzt schon kein hart kämpfendes Spiel und potenzielles Verlustgeschäft sein. Das ist ja erstmal ziemlich cool.
Ein weiterer Vergleich, den wir nehmen können, Star Citizen hat in all seinen Crowdfunding-Jahren bislang weniger eingenommen als Diablo 4 in seinen ersten paar Tagen. Star Citizen ist bei 589 Millionen. Star Citizen ist tatsächlich sehr angenehm, was das angeht. Eins der wenigen Spiele, das sehr transparent ist, was seine Einnahmen angeht. Das sind Spieleentwickler, wie gesagt, oft nicht. Sie machen wirklich eher gerne solche komischen Statistiken hier, wie Blizzard das macht. Schaut mal, wie viele Dämonen getötet wurden und sowas. Ja, schön. Ich meine, ist coole Trivia. Ich mag solche Trivia. Ich finde das lustig. Ich mag das. Manchmal hätte man gern ein bisschen mehr knallharte Fakten. Die gibt es dann manchmal in Investorenberichten, selbst da nicht immer. Es sei denn, man kann richtig gut damit prahlen. Ich finde halt, was das zeigt, ist, Diablo 4 ist, finde ich, lustigerweise gut und böse in einem. Also passt irgendwie ganz gut zu der Story. Ne? Das Vollpreisspiel Diablo 4 ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass du einfach mit dem starken Verkauf eines guten Spiels in einer klassischen Marke echt gut noch Geld machen kannst. Es zeigt aber auch den Stand der Spieleindustrie, dass sie selbst da sich nicht davon abhalten lassen konnten, dann doch die Shoppreise lächerlich zu überdrehen, ohne dass es nötig gewesen wäre. Ich finde, es zeigt halt, wie unnötig das ist. Man könnte auch den Leuten faire Preise für fairen Gegenwert geben. Und Diablo 4 würde sich immer noch rentieren und es würde sich immer noch lohnen und es würde immer noch super funktionieren. Und das wäre eine Lektion, die ich total gerne daraus mitnehmen würde. Man muss, was die Preisgestaltung angeht bei Spielen, muss man dazu sagen, du zahlst nicht immer einfach den rohen Gegenwert des Produkts. Das ist bei digitalen Produkten eh schon schwierig zu bewerten. Preise für digitale Güter, gerade bei Spielen, werden immer auch ein wenig danach gemessen, wie viel erwarten wir, dass wir verkaufen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, selbst in der, in Anführungszeichen, guten alten Zeit, wenn man es knallhart gegenrechnet, waren selbst klassische Add-ons überteuert. Also sowas wie zum Beispiel Lord of Destruction oder auch Reaper of Souls. Die haben ein Drittel bis die Hälfte des Preises des fertigen Produkts gekostet, hatten aber einen Akt und ein bis zwei Klassen. Ne? Also streng genommen konnte man damals schon sagen, dass unfaire Preise waren. Man hat immer noch natürlich super viel bekommen und es ist ein bisschen absurd, dass wir heutzutage so viel für einen Skin zahlen, wie wir früher für Lord of Destruction gezahlt haben. Aber selbst damals wird halt bei solchen Shoppreisen und Add-on-Preisen, DLC-Preisen immer davon ausgegangen, es werden nicht alle Käufer des Hauptspiels das Add-on kaufen, den DLC, den Skin, was auch immer. Deswegen wird es ein wenig so gerechnet, dass es sich halt lohnt, für die Menge, die man erwartet, zu verkaufen. Shoppreise werden heute irgendwie anders gerechnet. Die werden eher darauf gerechnet, es gibt ein paar Wale, wo wir davon ausgehen, die kaufen alles. Und bei denen ist es auch egal, wie viel es kostet und wenn wir die dazu kriegen. Man muss ja so ehrlich sein. Es wird natürlich eine anhaltende Monetarisierung nötig, wenn wir wollen, dass das Ding regelmäßig Content bekommt. Diablo 3 hatte das nicht und deswegen hat es sich irgendwann nicht mehr so rentiert, Content zu machen. Wobei ich auch da halt finde, das muss ja nicht überteuert und kundenunfreundlich sein. Die Kunden kaufen auch gerne gute Sachen zu einem guten Preis, weil ich glaube schon, dass du auch einfach ein solches Spiel finanzieren könntest mit guten Inhalten und halt einem regelmäßigen Erhöhen des Hypes, nenne ich es mal. Da ist Cyberpunk zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Cyberpunk hat sich immer wieder, ist es in den Verkaufszahlen nach oben gekommen, weil Sachen passiert sind wie coole Patches und die Netflix-Serie, die Leute auch wieder zum Spiel. Schau mal vor, wenn Blizzard eine geile Netflix-Diablo-Serie. Also ist natürlich schon so, dass so ein Spiel sich am besten am Anfang verkauft. Aber es ist ja nicht so, als würde es sich danach gar nicht mehr verkaufen. Zum Beispiel Diablo 3, ne? Bei allem, was man sagt, okay, da war keine fette Monetarisierung drin. Ja, erste Woche 5 bis 6 Millionen, nach 3 Jahren 30 Millionen. Und Reaper of Souls hat sich auch super verkauft. Selbst das Necromancer-Paket hat sich super verkauft. Es ist halt der schwierigere Weg. Und irgendwo verstehe ich es auch sogar ein bisschen, warum sich anstrengen, guten Content fair zu bepreisen, wenn die Welt dir halt zeigt, aber viel mehr Asche machst du mit Mobile Games, die weniger zum Entwickeln kosten und viel mehr einnehmen. Also ich verstehe, woher das kommt. Ich finde es halt nur schade. Ich bin absolut dafür, dass die weitere Entwicklung finanziert werden muss. Ich bin nicht der Meinung, ein Vollpreiskauf und der Entwickler schuldet dir Support bis ans Ende aller Zeit.
Entwicklung ist komplexe Arbeit, Entwickler arbeiten hart, das muss auch entlohnt werden. Aber auch als Kunde würde ich halt gerne dabei das Gefühl haben, ich zahle etwas Faires für einen fairen Gegenwert. Gerade jetzt zum Beispiel haben wir in kurzer Folge bekommen, dass Blizzard für Overwatch einen Großteil des Contents, den sie angekündigt haben, gekillt haben. Jetzt kommen kleinere Story-Happen raus. Und die sind dann einzeln hinter einer Paywall. Nun hatte ich es immer so verstanden, dass die Overwatch 2-Kampagne, wenn sie mal kommen sollte, Geld kosten sollte. Aber jetzt kriegen wir weniger als ursprünglich versprochen. Und in der Summe dieser Pakete über Zeit werden wir wahrscheinlich mehr Geld dafür zahlen. Ich verstehe auch, warum Leute mir ein bisschen vorwerfen, ich reg mich darüber zu sehr auf. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr findet, dass ich das tue. Ich mache mich damit jetzt, glaube ich, unbeliebt. Diablo 4 ist eins der ersten Spiele, das finde ich den neuen Vollpreis von 70 bis 80 Euro tatsächlich rechtfertigt. Weil bei sehr vielen Spielen, die das eingeführt haben, war so, hä, macht doch erstmal einfach ein gutes Spiel, bevor ihr die Preise erhöht. Forspoken, Redfall, Babylon's Fall, solche Geschichten. Man mag dazu stehen, wie man will, ob man grundlegend bereit ist, 70 Euro für ein Spiel zu zahlen. Aber ich finde, du kannst am Ende nicht sagen, für diese 70 Euro habe ich hier meinen Gegenwert nicht bekommen. Und es ist auch tatsächlich so, dass Spieleentwicklung massiv komplexer und teurer geworden ist in den letzten Jahren und dass Entwickler gut bezahlt werden müssen. Ob sie das halt aber werden, wenn so ein Shop und solche Gewinne da ist, steht immer auf einem anderen Blatt, weil der Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, hat neulich ein Interview gegeben. Ein interessantes Interview, möchte ich es nennen, wo innerhalb von zwei Absätzen die folgenden Sachen stehen. Wenn der Microsoft-Kauf nicht durchgeht, wird Activision gut weitermachen, mit 12,6 Milliarden in Cash. Oh yeah. Aber ich mache mir Sorgen um die Wirtschaft. Bezahlung für Talent hat sich erhöht auf eine Art und Weise, die für uns, wo es komplex ist für uns, damit umzugehen. Und tatsächlich wissen wir das über Activision Blizzard. Activision Blizzard, es kam inzwischen immer wieder von Entwicklern auch raus, zahlt nicht mega gut im Vergleich zu anderen Entwicklern, hat Schwierigkeiten, neue Leute zu finden. Das hat Bobby Kotick selbst in einem Investoren-Call gesagt. Es wollen weniger Leute dort arbeiten inzwischen. Und es gab einen WoW-Entwickler, war es, glaube ich, neulich, der hat sogar auf Twitter gesagt, ihnen rennen so die Leute zum Teil davon und sie sind auch teilweise gezwungen, Leute schlecht zu behandeln aufgrund von Firmenvorgaben, dass sie Krisenpläne machen müssen, welche Features sie streichen, wenn sie sie nicht hinkriegen, weil sie nicht genügend Leute haben. Ne? Und gleichzeitig kommt dann hier, ey, 660 Millionen, Rekord, best ever und sowas. Dude. What are you doing? Also, das ist ja auch noch Teil der Gleichung. Also bei solchen Firmen. Es gibt viele Spieleentwickler, die zu kämpfen haben, ihre Spielentwicklung zu finanzieren, die zu kämpfen haben, gesehen zu werden, die damit kämpfen, dass Entwicklung immer komplexer wird. Absolut. Aber es geht halt bei Firmen wie Activision Blizzard, geht es nicht darum, wie können wir unsere Spiele so gestalten, dass sie sich lohnen und unsere Mitarbeiter fair entlohnt werden. Es geht halt um Wachstum an der Börse. Es geht darum, wie viel geht. Warum ich da so vorsichtig bin, ist, dass wir inzwischen halt immer wieder gesehen haben, sie werden immer weiter versuchen zu gucken, wie weit können sie gehen. Man sieht es jetzt gerade wieder bei Overwatch. Man hat es bei Diablo Immortal gesehen. Man hat es bei Blizzard immer wieder gesehen. Und ich glaube, wenn man jetzt wirklich noch sagt, bei Diablo 4, ey, der Shop ist doch so voll okay, damit unterstützen wir die Entwicklung, ist doch super, und nicht damit rechnet, dass vielleicht noch das dicke Ende nachkommt, dann ist man ein bisschen blauäugig. Und ich wünsche mir, dass ich da falsch liege. Ich gönne ihm den Erfolg, wirklich. Ich gönne ihm den Erfolg. Ich gönne es vor allem den Entwicklern, die daran hart gearbeitet haben. Du merkst, da haben Leute dran gearbeitet, die Diablo lieben. Du merkst es an der Atmosphäre, an der Welt. Aber ich würde mir wünschen, es wäre ein Signal, guckt mal, Leute, es geht auch, wenn man einfach guten Content zu einem dafür akzeptablen Preis liefert, dann kaufen es die Leute auch in Scharen. Das ist auch ein Weg, den man gehen kann. Er ist vielleicht schwieriger, er ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, weil die Welt ungerecht ist, wirft er auch nicht ganz so viel ab wie der billigere, bösartigere Weg. Aber es ist ein Weg, der absolut offen steht. Ja, schreibt mir gern, wie ihr das seht. Schreibt mir gerne, was für euch die ideale Monetarisierung für Diablo 4 wäre. Ansonsten nochmal vielen Dank dafür, wie absurd dieser YouTube-Kanal läuft. Ich bin völlig platt und stehe hier baff da. Ganz vielen Dank. Ich muss fast gar nicht mehr die schamlose Abonnieren, folgt mir auf Twitch, Maurice Weber Werbung irgendwie machen.
Weil macht ihr ja eh und das ist alles total toll und ihr seid ein tolles Publikum und deswegen nerve ich euch auch gar nicht weiter jetzt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.